Sie sehen hier die Lebenserwartung aufgelistet nach Männern und Frauen. Im Jahr 1950 war die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau 48 Jahre. Um 1900 war die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau in Deutschland 50 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung. Das heißt, viele dieser Frauen sind gar nicht erst in Wechseljahre gekommen. Aber worauf ich Sie hinweisen möchte, ist die Differenz zwischen Frau und Mann. Sie sehen, beim Mann sind es 45 Jahre. Im Jahr 2000 ist die durchschnittliche Lebenserwartung knapp 68 und beim Mann nur 63. Das sind immerhin 5 Jahre weniger. Es ist auch unterschiedlich, wie die Lebenserwartung ist, unterschiedlich Männer, Frauen. In Europa ist der größte Unterschied, in Asien der geringste Unterschied. Ist ja komisch. Wie kommt das denn zustande? Zum Beispiel, sie ernähren sich vor allem anders. Völlig richtig. Kriegen wir heute noch, stimmt, kriegen wir heute noch was drüber wahrscheinlich gesagt. Und wir haben ein weiteres Phänomen, die Übersterblichkeit von Männern zu bestimmten Zeiten. Sie sehen, dass bei Männlein und Weiblein die Lebenserwartung bis zum 10. Lebensjahr gleich groß ist. Ab dem 20. bis 25. Lebensjahr ist aber die Lebenserwartung bei Frauen 3-mal so hoch wie bei Männern. Das heißt, hier ändert sich offensichtlich irgendwas. Da passiert irgendwas. Was da passiert, ist das hier. Die Ursache für diese unterschiedliche Lebenserwartung von Männlein und Frauen sind Unfälle, Selbstmord, Verletzungen und Vergiftungen zu diesem Zeitpunkt. Das sind die Ursachen, warum Männlein und Weiblein unterschiedlich in der Lebenserwartung sind. Sie können es hier sehr schön sehen an dieser Grafik. Die Suizide, Selbstmorde von Frauen und Männern. Sie sehen, dass hier die Zahl an Selbstmorden ungefähr mit dem 15. Lebensjahr rapide ansteigt. Bei Frauen ist es nur so ein bisschen, aber bei Männern steigt es sehr stark an. Warum ist es so? Deswegen. Okay? Und diese Verhaltensweisen und die Muskelpackungen, der Herr da hinten hat es ja schon angesprochen, wo das herkommt, das hat einen Namen. Testosteron. Das ist die Ursache für diese Phänomene. Die Testosteronproduktion beginnt beim Mann so zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr. Dieses Testosteron wirkt unter anderem auch im Gehirn. Dieses Testosteron tut die Genetik des Organismus verändern. Es werden sogenannte epigenetische Schalter, das sind Regulationsmechanismen der eigentlichen Gene, werden geöffnet, da existieren sogenannte Zeitfenster, wo sich die gesamte Psyche des Mannes verändert. Das Gleiche passiert natürlich bei der Frau. Und dieses Zeitfenster ist natürlich dann, wenn die Jugendlichen in die Pubertät kommen. Das heißt, die Pubertät ist der Moment, wo die Jugendlichen aufgrund der Hormonveränderungen beginnen, ihre Genetik zu ändern. Die Genetik ist natürlich auch abhängig von den äußeren Einflüssen. Die äußeren Einflüsse können unterschiedlicher Natur sein. Und Sie haben alle miterlebt, die Sache mit Winnenden, wo dieser junge Mann plötzlich zig Leute umgebracht hat. Ursache dafür, davon kann man ausgehen, sind epigenetische Veränderungen, die aufgetreten sind aufgrund einer konstanten Konfrontation mit bestimmten Phänomenen, die der natürlich im Internet mitbekommen hat. Testosteron ist nicht das einzige Hormon, was Männer haben. Sie sehen hier noch eine ganze Reihe anderer. DHEA,
DHEA steht für Dehydroepiandrosteron. Das ist ein Hormon, was in der Nebenniere, und zwar in der Nebennierenrinde, produziert wird. Sie haben da vorher schon mal was drüber gehört. Und dann sehen Sie hier noch etwas, was ich vorher schon angesprochen habe, Östrogene. Und das wusste man bis dahin gar nicht, bis in die 90er Jahre, dass Männer überhaupt Östrogene produzieren. Das war unbekannt. Vor allem wusste man nicht, in welcher Konzentration diese Hormone überhaupt in den Männern vorliegen. Inzwischen weiß man, dass die Konzentration ungefähr derjenigen einer Frau kurz vor den Wechseljahren ist. Also die Hormonkonzentration der Östrogene ist in etwa der Hormonkonzentration einer Frau von kurz vor den Wechseljahren, aber abhängig, und da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, abhängig vom Bauchumfang. Warum dem so ist, erkläre ich Ihnen nachher. Vorhin ist es schon mal sehr gut angesprochen worden, sehr ausführlich angesprochen worden. Was ist denn so ein Hormon? Ein Hormon hat eine Information. Diese Information dieses Hormons wird abgelesen am Chromosom. Das heißt, das Hormon muss bis zum Zellkern gelangen. Wie macht es das? Denn das sind diese Chromosomen. Wie macht es das? Das ist vorher auch schon auf einem Dia von Ihnen, Frau Schipper, sehr gut dargestellt worden.